Willkommen zurück, liebe Leute, zu Dark Souls 3. Wir machen weiter und sind hier immer noch im Wassergebiet und kämpfen uns jetzt weiter vor. Versuchen jetzt natürlich das ein oder andere Item mitzunehmen. Mal gucken, ob hier in dieser Ecke auch noch was liegt. Aha, aha. Es sieht doch verdächtig aus, oder? Diese Kugeln hier oder diese Ecken. Aber nichts ist hier. Was ist ganz cool, dass wir uns mit diesem Ring relativ schnell bewegen können im Wasser. Das ist ganz nice eigentlich. Also was heißt relativ schnell? Es ist schon verdammt schnell für mich. Ist jetzt die Frage, sieht nicht aus wie ein Feuer, oder? So. Hier hinten ist doch aber bestimmt was, oder? Auch nicht. Hä? Was soll die Scheiße, Mann? Alter, ja, ist schon ein bisschen komisch, verdächtig, so viele Wege so offen. Kleine Kuhlen in den Ecken und so. Und dann liegt da einfach nichts. Kann man da drunter? Sieht fast so aus, als wäre da hinten irgendwo was zu holen. Ah, hier ist aber ein Feuer. Perfekt, Leute. So, lass mich mal ganz kurz gucken. Okay, das reicht locker für ein Level. Das heißt, wir gehen nochmal ganz kurz zurück. Nochmal ein Level eintauschen. Kann man sich schon mal gönnen, wenn man ein neues Feuer freigeschaltet hat. Tja. Funkeltitanit haben wir auch nur eins gefunden. Was natürlich immerhin etwas ist, aber... Farewell, Ashen One. Wir brauchen mehr Funkeltitanit. Ach ja, Titanit-Schuppe, ich vergesse es jedes Mal. Be careful. Was ich jetzt aber nicht vergesse, ist Knochensplitter zu verbrennen. Und dann weiterzumachen. Liebkosende Tränen. Ein von Morne, dem Apostel, mein Gott, des Erzbischofs gelehrtes Wunder. Ja, werden wir alles niemals einsetzen. Nicht im Let's Play jedenfalls. Ist alles zu viel Zauberei, Actionerei. So. Bevor wir da weitergehen, gucken wir natürlich mal hier rechts, was hier los ist. Alter Schwede! Was ist denn das? Ist das Gift oder ist es schon Poison?
Alter Schwede. Ja, geil, Alter. Hier bin ich extra hergekommen, um Scheiße einzusammeln. Das war schon immer mein Traum. Es war geworden. Oh yes, noch mehr Scheiße. So dumm eigentlich, dass das nicht geht, wa? Alles klar. So, dass sie gar nichts können, ey. Das könnte echt so eine, so ein Farming-Spot sein, ohne Witz. Die können eigentlich gar nichts, aber geben ganz gut Seelen dafür. Exkremente bedeckte Asche. Ey, Alter. Das ist echt mehr, als ich mir je erträumt habe. Okay, das leuchtet nur so komisch. Ja, alles klar, Mann. Jo, was geht ab? Homeboy? Ah, ihr wieder. Yes. Wo kann man hier wieder in so ein Bild eintauchen? Ist ja auch so krass. Im ersten Teil gab es so eine Secret World. Wow, ich hab's noch gehört, Alter. Ihr miesen Ficker. Im ersten Teil gab es noch so eine geheime Welt, wo du eintauchen konntest in einen. Ja, in ein Gemälde sozusagen. Wenn du bestimmte Sachen erledigt hast. Alter, verschwindet das scheiß Ding? Alles klar. Ich beende mit diesem riesigen Pfeil das Spiel. Ich werde es jetzt mit dem Pfeil im Bauch durchzocken. Das wäre so geil, ey, wenn es nochmal so eine Secret World geben würde.
auf mit der Scheiße, Mann! Junge, das ist uncool, was du tust. Das ist einfach eine uncoole Sache, ey. Okay, große Titanitscherbe. So, hier wird man doch irgendwie ein Item vermuten, aber da ist einfach gar nichts. Das juckt das Spiel einfach nicht. Jetzt geht nach oben, aufwärts. Es wird der Shortcut geöffnet und es wird direkt wieder zurückgegangen. Da könnte ich mir doch ganz gut vorstellen, dass hier gleich irgendwie Bossfight kommt und dass man dann da von da hinten von dem Feuer schnell hier durchrennen kann oder so. Ich wäre jetzt jedenfalls nicht überrascht. Kommst du runtergesprungen? Tja, Junge, man hört dich. Ihr stöhnt hier einen ab, Alter. Als wenn es ein, keine Ahnung, ein Bewerbungsgespräch wäre gleich. Für einen Synchro-Job, Alter, bei den richtig schlechtesten deutschen Pornos, die du dir vorstellen kannst. Richtig auf dem Niveau. Ey, warum liegt hier Stroh? Warum hast du eine Maske an? Ja, dann blast mir doch ein. Richtig auf diesem Niveau. Aber naja. Jugend von heute kennt das gar nicht mehr, aber früher hat man noch alles genommen, ey, was so da war. Da hat man echt alles genommen. Auch die Soft-Scheiße im Fernsehen. Aber naja, das geht vielleicht ein bisschen zu weit. Auch wenn es die Wahrheit ist, es ist einfach die Wahrheit. Aber Männer machen das ja nicht. Ach, du lebst ja tatsächlich noch. Warum? Warum ist mir so kalt? Da ist ein Item. Irgendwas höre ich da oben schon wieder. Oh nein. Oh, Alter, was hast du für eine miese Sense? Geil, die Rüstung von denen. Da ist ein Bossfight. So, jetzt könnte ich hier runterspringen für das Item, aber ich mache das jetzt natürlich nicht. So, wir machen nämlich hier erstmal auf.
One Glut. Stimmt, ich laufe auch die ganze Zeit ohne Glut durch die Gegend. Vor dem möglichen Bossfight werde ich jetzt einfach eine Glut einsetzen. Und dann werde ich direkt verrecken. Und dann war das dumm. Und dann merke ich im Nachhinein erst, ist er dumm. Dass ich was Dummes getan habe, das wäre dumm. Deswegen gehen wir da jetzt einfach so rein. Mit 4 Flaschen. Und ich leg den einfach beim ersten Mal. Hoho, ja, Alter, das wird ein richtig heftiger Bossfight, glaube ich. Musik, Alter, zieht euch das. Okay, zieht es euch einfach nur rein. Wow. Warum schlägt der? Warum trittst du? Warum? Warum? Alter! Alter Schwede! Ich hatte 20.000 Seelen! Warum hat das niemand von euch gesagt? Ihr seid echt, Alter! Warum sagt niemand von euch das? Ey, bevor du da reingehst, du hast 20.000 Seelen, lass es lieber! Lass den scheißen Dreck lieber. Okay. Aber da merkst du direkt, du kommst in eine riesige Kathedrale rein. Stühle, Bänke sind aufgestellt. Du siehst in der Ferne schon riesen Typen. Die Musik fängt langsam an. Er aktiviert seine miesen Schwerter. Eins Feuer, eins Magie wahrscheinlich. Geil einfach nur. Einfach nur geil. Das ist Dark Souls halt. Schwer, natürlich, aber mach mal. Zieht euch das einfach rein. Ist einmal krass. Viel zu früh ausgewichen.
Scheiße. Absoluter Overkill, tja, da kann ich gar nichts mehr reden, Leute, also, verzeiht mir das, da kannst du gar nichts, da weiß ich gar nicht mehr, was abgeht. Ich denke, der wäre echt, ich weiß nicht, ob ich den schaffen könnte jetzt. Ich weiß nicht, ob ich den schaffen könnte. Ja, wenn ich jetzt 100% ernst machen würde, ich weiß nicht, ob ich den schaffen würde. Also mit Resistenz und so weiter gegen Magie und alles. Alter! Was war das für eine Fünfer-Kombo oder so? Nein! Ich weiß doch, dass das passiert! Boah, ich könnte ihn schaffen, Alter. Ich könnte ihn schaffen, Leute. Ich könnte ihn schaffen, ey. Oh Mann, ey. Ihr wisst gar nicht, wie meine Augen jetzt irgendwie übel angespannt sind. Ich bin direkt die ganze Zeit auf dem Bildschirm am Fokussieren, Alter. Richtig übelster Concentration-Modus hier, Leute. Ich weiß, ich weiß nicht, ob ich den schaffen könnte. Das war echt ganz gut gerade jetzt. Stellt euch jetzt vor, mit den Resistance-Sachen, hier sowas, Schadensminderungssachen reinknallen. Vielleicht sogar noch ein Ausdauer-Ding reinknallen, Glut reinknallen.
Tja. Ich glaube, ich könnte es dann schaffen. Ne? Tja. Aber die 20.000 Seelen hätte ich auch ganz gerne noch. Na gut, Leute, ich werde mir was überlegen. Vielleicht werde ich mir jetzt auch gleich einmal nur die 20 Dinge holen. Und dann mich zurück teleportieren oder mit dem Ring mich töten lassen oder so, irgendwie sowas. Wir hören uns auf jeden Fall beim nächsten Mal. Wenn ihr Bock habt, seid dabei. Wenn es euch gefallen hat, dann lasst auf jeden Fall gerne ein Like da. Finde ich sehr cool, den Typen. Der ist krass, Alter. Der sieht sehr, sehr geil aus. Aber den packe ich beim nächsten Mal, glaube ich. Wir werden sehen. Leute, bis zum nächsten Mal. Haut rein und tschüss.